Quoi? Eh bien. J'arrive à midi pour faire votre chambre, il était là dans le couloir avec un appareil photo. Je lui dis que vous n'étiez pas là et il me dit « Ça ne fait rien, je vais juste photographier la chambre de Madame Stenner. » Je ne sais plus ce qu'il a dit encore, c'était pour un reportage. Vidi Bardot wurde Catherine Deneuve zur Blondine aus Liebe zum Regisseur und Verführer Roger Vadim. Sie baute sich allerdings eine eigenständige Karriere auf, arbeitete mit den bedeutendsten Regisseuren des europäischen Films. Catherine Deneuve galt im Ausland als der Archetypus französischer Schönheit. Der Deneuve war ihrer außergewöhnliche Gabe nicht wirklich bewusst. Es ist peinlich, als schönste Frau der Welt zu gelten. Man ist ja nicht die heilige Jungfrau. In my head, you know, in my heart or... In meinem Kopf, im Herzen oder im Körper bin ich anders, als ich wahrgenommen werde. Ich bin immer überrascht, wenn die Leute mich auf der Straße ansprechen. Sie scheinen mich nur durch die Filme zu sehen. Sie sehen mich nicht, wie ich wirklich bin, höchstens ganz selten. Sie sagen, ah, Sie sind das, ich hatte im Kino gesehen. Man merkt sofort, dass Sie den Film vor Augen haben und nicht einen selbst. Catherine Deneuve entspringt einem Märchen. Sie ist warm und kalt zugleich, als würde sie innerlich herankommen und sich zurückziehen. Interessant. Das Geheimnis bleibt. Und gleichzeitig ist da eine Frau, von der man sich angezogen fühlt. Ich war damals eine der wenigen jungen Schauspielerinnen in Frankreich, die Haute Couture trugen. Eines Tages, ich war 23, sollte ich der Queen vorgestellt werden und brauchte ein Abendkleid. Ich erinnerte mich an ein wunderschönes Kleid von Yves Saint Laurent. Ich ging mit den Fotos zum Schneider und sagte, dieses Kleid habe ich gesehen. Sie waren erstaunt, dass eine so junge Frau kam und machten mir das Kleid. Damit begann meine Beziehung zur Haute Couture. Sie repräsentieren L'Oréal. Wie geht das? Gut. Erst einmal ist es schmeichelhaft, wenn einem so etwas angeboten wird. Mir schmeichelt das. Und zweitens ermutigt es mich, dran zu bleiben. Das ist gut. I love elusive people. I dislike very much familiarity. I think it can be a mistake. But what I really love is intimacy. How you create it is a woman's choice and pleasure. Like Chanel No. 5, Bass Powder and Spray Cologne. Chanel, it's one of the pleasures of being a woman. In den späten 50ern beschlossen die Eigentümer von Chanel, auf das Fernsehen zu setzen. Und ich sollte diese neue Kommunikation mit Ideen beleben. Wie konnten Chanel Nummer 5 und Frankreich zusammengebracht werden? Ich fragte Avedon, was er davon hielte, Catherine Deneuve einzusetzen. Über sie hatte das Magazin Look gerade geschrieben, sie sei die schönste Frau der Welt. Wollte er Nummer 5 mit ihr illustrieren? Anfangs wollte ich das nicht machen und sagte, nein, keine Werbung. Richard Avedon, der in den ersten Jahren die Filme für Chanel drehte, schrieb mir einen wundervollen Brief. Er erzählte mir von Audrey Hepburn. Givenchy sei die beste Visitenkarte gewesen, die sie in Amerika je hatte. Schließlich sagte ich zu. Heute ist es Arbeit, früher war es das nicht. Bis zu einem gewissen Alter kann man spät ins Bett gehen, Wodka trinken, Freunde treffen, rauchen, das tue ich immer noch. Und morgens steht man auf und arbeitet. Heute ist das schwieriger. Ich bin keine 30 mehr und muss vorsichtig sein.
Alles, was einem zu viele Türen zu leicht öffnet, birgt Gefahren. Mit der Zeit gewöhnt man sich daran und versucht, diese Erwartungen zu befriedigen, dieser Gewohnheit zu entsprechen, die man irgendwann zugelassen hat. Das ist eine Herausforderung für eine Frau und insbesondere für eine Schauspielerin. Ich war schüchtern, als ich diesen Film mit Roman drehte. Ich wusste nicht viel über ihn. Doch ich hatte ein starkes Gefühl ihm gegenüber, einen Instinkt. Ich war offen, weil ich spürte, dass er ein sehr guter Regisseur war. Ich war erst 20, als ich ihn kennenlernte. Doch ich wusste, dass er intelligent war. Durch die Art, wie er Fragen stellte, wie er sich am Set um den Ton, um das Licht kümmerte. Ich spürte, dass er alles unter Kontrolle hatte. Tu prépares pas un crime ni rien. Tu as le rasoir parce que tu, il était par terre. Tu l'as pris dans tes mains pour le cacher devant lui. C'est tout. Mais oui, oui, mais je sais pas si c'est tellement évident. Oui, c'était dans la prise de vue, ça serait évident.